Jetzt ganz ruhig bleiben. Warte, reit nach links. Wie wir schon bei der Arbeit mit den bunten Hindernissen gesehen haben, ist es für St. Ledger wichtig, dass er den Sprung nicht zu früh sieht. Er springt besser, wenn er kontrolliert und ruhig aus der Wendung herauskommt. Wie reitet man überhaupt eine korrekte Wendung? Die Wassergewöhnung gehört, das haben wir bereits angesprochen, wie selbstverständlich zur Grundausbildung aller Reitpferde, natürlich auch aller Dressurpferde. Regenschauer und Pfützen gibt es, auch auf dem Viereck. Dabei stellt sich jedes Pferd anders an. Der eine ist von vornherein mutig und unerschrocken, der andere ist zögerlich und muss erst überzeugt werden. Aber lernen müssen sie es alle. Bergab heißt es Balance halten, kleinere Tritte machen. Die Hinterhand muss sich senken und wird unter den Schwerpunkt geschoben. So wünscht man sich ein Geländepferd und man muss sich zurückhalten, um von dem 5-jährigen Youngster nicht zu viel zu verlangen.